Ha, heute mal am Anfang. Hallo und herzlich willkommen bei Sportstech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Garmin setzt seinen Trend, AMOLED-Displays auf seine Sportuhren zu bringen, fort. Während die Forerunner 255 mit der Forerunner 265 seinen Nachfolger gefunden hat, bekommt auch die 900er-Serie mit der Forerunner 965 eine neue Version. Momentan ist die Uhr sehr schwer zu ergattern, aber ich hatte Glück und konnte sie für euch testen. Eines, was ich jetzt noch sagen möchte, ich habe das Video diesmal in Kapitel unterteilt. Das heißt, falls euch Dinge vielleicht nicht interessieren oder ihr etwas euch noch einmal anschauen wollt, so habt ihr jetzt die Möglichkeit. Wie immer bin ich einige Läufe mit durchgelaufen und speziell von meinem letzten Lauf habe ich euch ein kleines Video wieder zusammengestellt und das möchte ich euch am Beginn zeigen. Begeistert ist, aber auch auf Technik steht und Smartwatches und GPS-Uhren total cool findet, dann klick unten in der Beschreibung auf den Link zu meiner Telegram-Gruppe Bautsch Sportstech Plauderecke. Das ist nämlich genau der Ort, wo wir uns zu diesen Themen austauschen, uns Tipps geben oder uns über die eine oder andere neue App für die Apple Watch unterhalten zum Beispiel. Also draufklicken, joinen und lasst uns gemeinsam ein bisschen plaudern. So, wie immer fangen wir mal bei den technischen Daten an. Also, das Gehäuse der Uhr ist 47,1 mal 47,1 mm. Die Uhr ist 13,2 mm dick. Wie immer hat sie Garmin typisch 5 Knöpfe. 3 auf der einen Seite und 2 auf der anderen. Das Display ist natürlich das Highlight, ist ein AMOLED-Display mit 1,4 Zoll. Es löst mit 454 mal 454 Pixel auf und ist kein Saphirglas, sondern ein Gorilla Glass DX. Und darüber hinaus wird das Display noch von einer Lünette geschützt. Diese ist aus Titan und schaut ja wirklich wunderbar aus. Auf der Rückseite finden wir natürlich wie immer den Elevate Generation 4 Sensor, der auch ja eigentlich bei allen Uhren, die dieses Jahr und ich glaube auch letztes Jahr von Garmin herausgekommen sind, verbaut wird. Die Bänder sind 22 mm Bänder, sind aber keine Quickfit Bänder. Und ich möchte euch jetzt dann zeigen, dass diese aber ja, auswechselbar sind, beziehungsweise dass man die Quick-Fit kompatibel machen kann. Ich werde das Ganze über die Kamera machen, beziehungsweise durch die Kamera schauen. Ich hoffe, ich bringe das gleich schön zusammen. Also, wir brauchen in erster Linie mal einen kleinen Schraubenzieher, einen flachen. Wir gehen hier rein an der Ecke und drücken
das kleine Metallstäbchen den Federsteg hinunter. Der gibt ja nach. So, wir haben die erste Seite draußen. Das gleiche machen wir auch auf der zweiten Seite. Zack. Wie man sieht, habe ich jetzt mittlerweile beide Armbänder entfernt. Entweder nehme ich dieses Metallstiftchen dann direkt aus dem Armband, ich kann das rausziehen. In meinem Fall habe ich mir zwei separat bestellt. Die nehme ich jetzt einfach nur und stecke sie hier hinein. Wenn ich es, ja, das erste ist drinnen, wunderbar. Es ist nicht so einfach über die Kamera das Ganze zu sehen und auch das zweite ist drinnen. Wie ihr seht, ist unsere Uhr jetzt im Prinzip vorbereitet auf Quickfit-Bänder. Ich habe hier eines zum Beispiel. Zack, eins. Zack, zwei. Und unsere Uhr ist im Prinzip Quickfit modifiziert und kann jetzt dann auch solche Armbänder verwenden. Wie gesagt, ich habe mir hier die gelb-schwarze Variante gekauft. Die Uhr ist auch in zwei weiteren Farben noch erhältlich, und zwar weiß-grau und schwarz-grau. Wie sieht es grundsätzlich von der Akkuleistung her aus? Also Garmin verspricht im Smartwatch-Modus 23 Tage und im GPS-Modus je nach Einstellungsart maximal 31 Stunden und minimal 8,5 Stunden. Die 8,5 Stunden sind dann natürlich schon mit Multiband und Musik etc. Ich persönlich habe die Uhr das erste Mal nach 10 Tagen aufgeladen. Ich hatte Always On deaktiviert, beim Laufen immer SAT-IQ verwendet. Das heißt, die Uhr hat selbst ausgesucht, ob sie Multiband dazu schaltet oder nicht. Ich hatte 5,5 Stunden Outdoor-Aktivität, gelaufen bin ich halt 5,5 Stunden und ca. 5 Stunden Kraft- und Cardio bzw. Yoga etc. Solche Workouts in dieser Richtung und bin 10 Tage durchgekommen. Im SAT-IQ-Modus, muss ich dazu sagen, habe ich ca. 4,5 bis 5% pro Stunde verloren. Nichts Revolutionäres, aber trotzdem erwähnenswert. Das Ladekabel hat zwar auf der einen Seite den klassischen vierpoligen von Garmin eigentlich schon ja, bekannten Ladeanschluss, auf der anderen Seite ein USB-C, war in der Vergangenheit ja ein normaler USB-Anschluss. Was sind die Neuerungen? Ich glaube, der Elefant im Raum, der ist relativ klar, das ist natürlich das AMOLED-Display. Und ich muss sagen, das Argument, dass das AMOLED-Display ja unter direkter Sonne schlecht ist und den Akku auffrisst, das gibt's nicht mehr. Das AMOLED-Display ist wunderbar ablesbar, sehr kontrastreich, die Farben sind toll, in Innenräumen sowieso, aber auch draußen hat es nie irgendwelche Probleme gegeben. Ich konnte das Display immer ablesen, es war immer alles zu erkennen. Dieses Argument, dass man hier nichts erkennt, das gibt es nicht mehr. Und etwas, das mir enorm aufgefallen ist, ist, dass die Navigation auf der Forerunner 965, sprich die Kartennavigation, eine Augenweide ist. Das ist so detailreich, das ist so wunderbar abzulesen und macht wirklich richtig Spaß. Eine weitere Neuerung sind auch die Running Dynamics, die auf das Handgelenk kommen. Das heißt, Schrittlänge, vertikales Verhältnis, Bodenkontaktzeit etc. Das alles kann jetzt direkt am Handgelenk gemessen werden und ich brauche dazu jetzt keinen Brustgurt oder keinen Running Dynamics Pod mehr. Dieses funktioniert jetzt alles direkt am Handgelenk und ohne zusätzlichen Sensor. Eine weitere Neuerung ist das sogenannte Belastungsverhältnis. Hier wird im Prinzip die langfristige Trainingsbelastung mit der kurzfristigen verglichen. Daraus wird ein Wert dann gebildet. Der ist im Optimalfall zwischen 0,8 und 1,4. Ist er viel weiter darunter, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich meine Fitness verschlechtert oder auch meine Leistung nachlässt. Ist er wesentlich drüber, dann kann ich in das Übertraining kommen, beziehungsweise da ist natürlich auch dann die Verletzungsgefahr entsprechend hoch.
Ja, und etwas, das natürlich auch auffällt, ist, dass es ein neues User Interface gibt. Das schaut ein bisschen moderner aus, ist so, hat kleine Animationen und nutzt einfach das AMOLED-Display prima aus. Ja, schaut nett aus, läuft flüssig, kann man nichts sagen, das haben die schon gut gemacht. Was bekomme ich sonst mit der Uhr? Ich bekomme natürlich diese ganzen Trainingsauswertungen, die ich von Garmin ja eh schon kenne. Ich bekomme meine ganzen Kalorien, ich habe den HRV-Status, ich habe ein Widget für Wettkämpfe, meine Herzfrequenz wird 24 Stunden getrackt, ein Stress-Widget, meine Bodybatterie, meinen Schlaf. Ich habe ja, die Schritte werden gemessen. Ich habe dann ein Widget für die Trainingszusammenfassungen. Ich habe einen Höhenmeter, es wird mir angezeigt, wann Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Selbst die Temperatur wird gemessen. Ich habe ein Wetter-Widget, dass ich es rausbekomme, einen Kalender, meine Benachrichtigungen etc. Und darüber hinaus kann ich noch Widgets hinzufügen. Ich gehe einfach auf Bearbeiten, wähle dies aus, kann hier noch, wie gesagt, Dutzende weitere Widgets hinzufügen. Das sind die, die ich schon installiert habe. Wenn ich dann weiter runtergehe, habe ich dann ein kleines Plus, das wähle ich aus und hier kann ich dann einfach je nach Lust und Laune noch viele, viele weitere Widgets noch hinzufügen, die noch zusätzliche Auswertungen bieten. Oder ich habe die Möglichkeit, über Connect IQ dann mir auch noch zusätzliche Drittanbieter-Widgets runterzuladen. Was GPS-Genauigkeit betrifft, habe ich mir von der Uhr schon einiges erwartet, weil ich gewusst habe, es ist der gleiche Chip, also der Multiband-Chip, der im Prinzip in der Phoenix 7, in der Saphir-Serie verbaut ist, aber auch in der Forerunner 265, die ich zuletzt getestet habe, auch in meiner Enduro 2 ist dieser Multiband-Chip verbaut. Und von denen habe ich natürlich schon gewusst, dass die Leistung wirklich klasse ist. Es war bei der Forerunner 965 nicht anders. Ich habe hier zwei Beispiele. Hier komme ich aus dem Wald raus und laufe links an der Straße entlang. Und das sieht man auch wunderbar. Aber ein gutes Beispiel ist auch, wie ich dann vom Wald rauskomme. Genau, ich bin rausgelaufen aus dem Wald, bin wieder in den Ort gekommen, habe mich hier rechts gehalten am Gehsteig. Bin dann zum Hauptplatz gekommen, ebenfalls auf der rechten Seite, habe aber dann gemerkt, dass ich dann eigentlich links weiterlaufen muss und bin dann über diese Parkplätze zur Hauptstraße gelaufen und selbst diesen Übergang über die Parkplätze sieht man hier relativ schön. Und hier noch ein weiteres Beispiel. Wie gesagt, habe mich rechts gehalten am Gehsteig, bin dann zu dieser kleinen Kreuzung gekommen, bin dann stehen geblieben kurz, geschaut, ob hier keine Autos kommen und dann über den Zebrastreifen weitergelaufen. Und man sieht das wirklich, die Aufzeichnung hat hier wunderbar geklappt. Hier gibt es kaum irgendwas zu kritisieren. Ja, vielleicht hier ein bisschen ins Haus hineingelaufen, aber das ist, ja, das sind wie gesagt Kleinigkeiten, das kann man vernachlässigen. Und auch am Schluss des Laufes, hier sieht man das relativ schön. Hier bin ich links gelaufen und habe dann die Straßenseite gewechselt. Und auch das ist wunderbar aufgezeichnet worden. Was die Pulsmessung beim Laufen betrifft, so habe ich euch drei Beispiele herausgesucht. Das erste Beispiel hier ist ein gleichmäßiger Lauf. Die rote Linie ist der Brustgurt. Die violette ist die Forerunner 965. Und wie man sieht, und das habe ich auch schon bei der Forerunner 265 gesagt, man braucht bei solchen Läufen eigentlich keinen Brustgurt mehr. Hier ist die optische Messung eigentlich mindestens genauso gut. Also ich kann hier getrost auf den Brustgurt verzichten. Beim zweiten Beispiel ist die Situation ein bisschen fordernder. Hier habe ich einen sogenannten Schwellenlauf gemacht. Es waren drei längere Intervalle über 7 Minuten. Ich sollte die in einem, ja, 4 Minuten pro Kilometer Schnitt laufen. Ich habe das gemacht und hier sieht man eigentlich genau das gleiche wie beim konstanten Lauf. Hier hat es kaum Probleme gegeben. Vielleicht sieht man eine leichte Verzögerung zwischen Brustgurt und der Forerunner 965, aber im Großen und Ganzen ist die Leistung wieder tadellos, auch beim Schwellenlauf problemlos, auch zum Ende hin, wo der Puls ein bisschen runtergegangen ist. Überhaupt kein Problem, absolut gleich auf, wunderbare Leistung, nichts zum Beanstanden. Das letzte Beispiel ist eigentlich das forderndste für den optischen Messer, da es hier zu schnellen Änderungen des Puls kommt. Ich bin hier 4 800er Intervalle gelaufen. Speziell am Anfang sieht man, dass die Forerunner ein bisschen Probleme hatte, den korrekten Puls zu finden. Das war aber nach ein paar Minuten dann erledigt.
bereits beim ersten Intervall war die Pulsmessung schon absolut top. Beim zweiten Intervall und beim dritten, auch beim vierten, gab es null Probleme. Man hat sogar das Gefühl, je länger der Lauf gedauert hat, desto besser ist die Messung geworden. Am Schluss noch auslaufen, hier sowieso kein Problem. Was soll man sagen? Pulsmessung beim Laufen, absolut, absolut Top-Leistung. So, was wir hier sehen, ist die Pulsmessung beim Krafttraining. Ich könnte hier jedes andere Beispiel auch raussuchen. Das Ergebnis ist im Prinzip überall sehr ähnlich. Auch bei anderen Uhren, die den gleichen optischen Herzfrequenzmesser haben, diesen Garmin Elevate 4. Die Leistung ist gut bis sehr gut. Es gibt immer wieder Ausreißerstellen drinnen, wie hier zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen passt die Leistung. Also mir reicht das und ja, sollte es jemand genauer haben wollen, ja, dann nimmt er halt einen Brustgurt. Man darf nicht vergessen, die optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist für Kraftsport eigentlich nicht konzipiert, weil durch dieses ständige Anstrengen des Unterarms wird die Messung erschwert, dass die heutige Generation dieser Sensoren ein so gutes Ergebnis liefern können, ist wirklich überragend. Und man sollte da wirklich sehr zufrieden sein. So, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Bei meinem Fazit und im Normalfall sage ich euch, für wen meines Erachtens nach die Uhr ist und welche Vorteile und welche Nachteile sie hat etc. Bei der Forerunner 965 tue ich mir da ein bisschen schwerer. Ich fange mal bei den negativen Dingen an. Kauft sie euch nicht, wenn sie euch nicht gefällt. Das war's. Leute, für 650 Euro bekommt ihr die beste Technik, die man in eine Uhr verbauen kann. Genauigkeit von GPS, Pulsmessung, das ist alles sensationell gut bei der Uhr. Es gibt kaum irgendwas Besseres da draußen. Ihr bekommt ein wunderschönes, gestochen scharfes, farbenfrohes AMOLED-Display. Die Uhr merkt man am Handgelenk nicht einmal, weil sie so leicht ist. Und darüber hinaus bekommt ihr eine mega lange Akkulaufzeit. Also, mir fehlen da wirklich die Argumente, warum man die Uhr nicht kaufen sollte. Aber vielleicht habe ich auch die eine oder andere Sache übersehen und deswegen seid jetzt ihr gefragt, ist euch irgendwas aufgefallen, falls ihr die Uhr schon habt, was ihr negativ findet oder was euch an der Uhr überhaupt nicht gefällt. Dann seid so gut, schreibt es unten in die Kommentare oder noch besser, kommt in meine Telegram-Gruppe und lasst uns drüber plaudern. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.